Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Team Rocket Edition. Ja, diesmal mit einer, sagen wir mal, betrunkenen Edition. Ich war gerade im Biergarten und habe mir ordentlich zugesoffen. Ja, und jetzt bin ich ein bisschen angetrunken. Das heißt, vielleicht bin ich in diesem Part witziger drauf. Mal schauen. Okay, zuerst brauchen wir Zerschneider, damit wir in die Arena können. Das heißt, wir haben ein Pokémon, Team Pokémon weniger, mit dem wir gegen den Arenenleiter oder gegen die Arenenleiterin antreten können. Welches legen wir denn ab? Nehmen wir am besten unser schwächstes. Ich weiß, man sollte immer das stärkste Pokémon trainieren, aber das ist wahrscheinlich ein härterer Kampf. Ein ganz harter Kampf. Bitte nehmen wir Bibo mit und wagen wir uns in die Arena. Die haben wir noch nicht geschafft. Das ist unsere vorletzte Arena. Sabrina heißt sie im Originalen. Ich bin gespannt, wie sie in diesem Spiel hier heißt. So, zerschneiden wir erstmal den Baum da oder was auch immer. Und ihr Weg zur Arena ist frei. Did you like to see to try to beat Heromin? Was, Herobrine? Na gut. Herobrine ist dieser Minecraft-Fuzzi da. Herobrine's young, but she's also a leader. You won't reach her easily. Ja. Ja komm, gib mir eure Erinnerung drin, ich mach sie fertig. Wie alle anderen auch. Slowbro. Das Level ist doch ein Witz, oder? Ich hätte doch mein Schwächstes dabei halten sollen, naja. Komm, lass mal den Junior raus und dann beenden wir es ganz schnell. Ja, das ist der neue Dragon Sprite, den wir noch nie gesehen haben, außer ich beim Trainieren. So, Schädelwumme. Schädelwumme braucht eine Runde zum Aufladen und eine Runde zum Angreifen. Panzerschutz, na gut, Schutz vor Verteidigen, Schutz vor einem normalen Angriff. Aber gegen den Boys, dann kommst du jetzt auch nicht an, sogar paralysiert bist du jetzt, also, was soll das jetzt, ne? Er spritzt mich an, oh mein Gott, was hast du letzte Nacht nur geträumt, dass du mich jetzt anspritzt, naja. Okay, was kommt jetzt? Was? Dings doch, keine Ahnung. Irgendein unnötiges Pokémon. Traumato, okay. Naja, lauter Psycho-Pokémon hier. Und warum setze ich Pivai ein? Egal. Und warum setze ich Recover ein? Ich glaube, ich habe wohl ein bisschen zu viel getrunken, dass ich jetzt Recover einsetze. Naja. So, Triplette. Triplette habe ich extra ihm beigebracht, weil Pivai dann auch eine Chance gegen Psycho-Pokémon hat. So, nochmal ein Lamos. Was machen wir gegen Lamos? Kiffer mit einer Elektroattacke. Nein, nicht das, sondern nicht Pivai, sondern Kiffer. So, jetzt Wechsel zu Kiffer. AKA Smogmog und Angriff mit Donner, Blitz. Ich werde hier wieder in dieser Arena jeden Trainer bekämpfen. So wie ihr es ja gewohnt seid, also ja. So, James, die viele Psychik. I lost my concentration, ja. Okay. Hier ist Trainer Numero 2. You know that Pokemon alone, power alone isn't enough. Ach wirklich? Naja, gut. Psycho. Lauter Psychopathen hier in dieser Arena. Habe ich schon im ersten Part was gesagt. Und jetzt bin ich mir sicher, dass hier nur Psychopathen in dieser Arena sind. So, hier erst einmal Kadabra am Stiel. Verdammt, er heilt sich. Naja, gut. Halten zum Glück nicht voll. Sondern nur ein Teil seiner KP. Im Gegensatz zur Erholung. Erholung heilt hier immer eine volle KP. Ah, Reflektor. Ist nur eine Ausrede. Wir greifen eh spezial an. Also Surfer und tschüss, Kadabra. Okay. What's coming now? Kadabra. Noch ein Kadabra. Oh mein Gott, warum kein Simsa? Hast wohl keinen, mit dem du tauschen kannst, was? Oh.
Warum setze ich Kiffer gegen ein Psycho-Pokémon ein? Naja, jetzt ist es auch zu spät. Da wechsle ich. Ne, Quatsch. Ich riskiere es einfach mal mit Schlammbart. Sogar ein Volltreffer, ne? Nice, ich hatte schon gedacht, ob ich Explosion einsetzen soll. Naja. Aber Schlammbart hat es auch getan. I don't believe this. Ich kann es nicht glauben. Okay, hier ist. Ah, verdammt, wir sind zurückgegangen. Das heißt, wir müssen hier nach unten. So, hier ist die nächste Trainerin. Eine. Wie heißt die nochmal? Irgend so eine Irre, die gibt auch einen Pokémon-Turm. Exorzisten sind es genau. Wieder mit ihrem Anker in der Hand oder was auch immer. Alpollo, kein Psycho-Pokémon. Warum in der Arena? Ich verstehe es nicht. Na ja, gut. Ursafer. Ich glaube, das wird ein One-Hit-Kill. Surfer hat eine Angriffskraft von 95. Ja, ganz wie ich dachte, es wird ein Killen. Und Protector hat 64. Damit so stark wie unser Dragoran. Ich glaube, ich muss die Position mal verändern und tu Kiffer an erster Stelle. Der Kiffer ist schwieriger zum Trainieren, weil es ein Gift-Pokémon ist. So. Okay, hier ist noch eine Exorzistin. Ich muss mir merken, dass ich unten links dann gehen muss, wenn nach dem Kampf. Warum meinst Younger denn Albert, der Respekt? Ja. Dim. Channeler heißt es auf Englisch, okay. Alpollo! Okay, zwei Gift-Pokémon treten sich gegenüber. Thunderbolt! Hoffentlich ein One-Hit-Kill. Oh, schade, wäre schön gewesen. Konfusstrahl. Treff das Alpollo, ich glaube an dich. Nicht selbst verletzen, du bist doch kein Emo-Mensch. Nicht selbst verletzen. Gut. Alpollo hätten wir erledigt. Was kommt jetzt? Ghastly. Was ist ein Ghastly nochmal? Achso, Nebulak. Na gut, Nebulak ist keine große Bedrohung. Einfach ein Donnerblitz und fertig. Ich hätte schon längst ein Gengar sein können. Mit dem Level, was es hat. Naja. Okay, die hätten wir auch ohne Problem besiegt. Also, ja. Ich glaube, die Arena-Leiterin wird deutlich stärker als die Träne hier. Okay, noch eine Exorzistin. Na gut, dann haben wir alle Exorzisten in dieser Arena schon mal weg. Jo und Ayri auf Pokémon Shell Fight. Ja. Dim. Okay, drei Pokémon hat sie. Eins davon ist ein Alpollo. Okay, setze ich mir einfach mal Donnerblitz ein. Thunderbolt! Ah, gelten da ja nicht. Schade. Kiffer bekam confused und ich muss mal kurz Pause machen. Moment. So, verletzt du dich selber? Nein, ich dachte schon, du verletzt dich selber, weil du ja einen Immosmoren warst vorher. Naja. Kiffer bekommt 1200 Erfahrungspunkte. Was kommt jetzt? Ich habe gerade nicht gesehen, was kommt. Naja, egal. Kadabra, ein Exorzist mit dem Kadabra. Naja gut, freut mich, dass es ein Psycho-Pokémon ist. Da es hier eine Psycho-Arena ist und es verlässt sich mal wieder selber. Jetzt kommt ein Reflektor. Hör auf dich selbst zu verletzen, scheiß Emo. Ich nenne dich Emo-Kiffer. Hallo, das ist nur ein 48er Pokémon. Du wirst doch nicht gegen einen 48er verlieren, oder? Also, ich wusste ja doch, dass ich auf die 10 kann, Smogmog. Das überlebst du. Ich sag's dir, du überlebst es. Also, geht doch. So, Thunderbolt. Und beim letzten Pokémon setze ich Explosion ein. Gibt zwar keinen Erfahrungspunkt, aber ist mir egal. So. Level 63 für Kiffer und gegen Alpollo können wir keine Explosion einsetzen, weil Geister-Pokémon schwach, uneffektiv gegen normale Attacken ist und Explosion eine normale Attacke ist. Also würden wir quasi unser Pokémon einfach nur selbst killen, ohne dass irgendwas passiert, wenn wir Explosion einsetzen würden, naja. So, aber Psychokinese mit PY taugt's auch, so, down. Gut, den Trainer hätten wir besiegt, oder die Channelerin. I lost off the all. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier lang, ne? Und dann da lang.
was das an Simbauer scare you? Naja, nein, nicht wirklich. Psycho Pantimos, was machen wir gegen Pantimos? Ich würde vorschlagen, Explosion. So, gibt's auch keine Erfahrungspunkte, aber egal. Das mit Pivai dann ein Psycho gegen Psycho, aber uns das kann Triplette. Slowpoke, oh nein. Oh, Fleckmann, ja, Trigger Attack, wie erwähnt, setz mal ein. Er spielt eine Runde Amnesia, na gut. Es spielen irgendwie alle Slowpokes oder Lamosse. Okay, einmal Trigger Attack und dann ist es Fleckmon down. Tschüss, Fleckmon. Okay, jetzt hat er noch zwei. Die Hälfte von seinen Pokémon hätten wir schon ausgeschaltet. Setzen wir dann. Jetzt kommt Kadabra, da setze ich unser Dragoran ein, genau, mit einer Hyperschrallattacke. Die haben wir noch gar nicht eingesetzt. So, Hyperstrahl. Kein Kadabra überlebt die Power von Hyperstrahl. So, ich muss wechseln, weil Dragoran sich sonst aufladen muss. Und zwar nehme ich jetzt, ich würde jetzt gerne Rex einsetzen, aber Rex haben wir ja in der Box abgelegt. Das heißt, ich muss jetzt improvisieren und setze Protective mit einer Eisattacke ein. Achso, ich dachte, jetzt kommt Kokowai, aber es war nur Overall zum Glück. Ja, Kokowai wäre eigentlich besser, würde mehr Erfahrungspunkte geben, naja. Nichts so. Gefrorene Eier. Uah. Okay. Den Trainer hätten wir auch erledigt. Also, das sind das sind überhaupt keine großen Brocken hier in dieser Arena. Oh, ich glaube, es ist nicht mehr zurückgegangen, kann das sein? Also, die Arena ist sehr verwirrend mit diesen Teleportern hier. Rilga Pokémon Gym is famous for its psychics. You want to see her more, I can tell you. So, okay, hier ist noch ein Psychopath. Mit einem Lamos. Ja, der ist wirklich ein Psychopath, wenn er denkt, er könnte mich mit einem Lamos killen. Okay, ich brauche einen Donner. Ne, Donner haben wir ja nicht mehr, Kiffel ist ja tot. Das heißt, was haben wir denn gegen Lamos? Ich glaube, ich muss wieder unseren Dragoran einsetzen. Mit einer Hyperschrallattacke. Heule. So, Hyperstrahl. Das wird dir nicht das Fürchten lehren. Oh Gott, es hat den Hyperstrahl überlebt. Na gut, jetzt muss unser Dragoran wieder aufladen. Jetzt muss ich mit einer normalen Angriffsattacke angreifen, weil er seine Verteidigung mit Amnesia erhöht hat. Das heißt, ein Hyperstrahl würde er noch überleben. Ja, deswegen habe ich jetzt Body Slam eingesetzt. Naja, gut. So, ich glaube, hier geht's lang, kann das sein? Ich weiß gar nicht. Ne, hier geht's nicht lang. Aber hier geht's lang. Nach unten müssen wir. Also ich gehe mal hier nach unten und oben. Und da wären wir schon, aber ich will noch alle Trainer hier killen in dieser Arena. Das heißt, ich laufe jetzt noch ein bisschen durcheinander. Oh, es ging schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt schon alle Trainer hier besiegt haben. Oder fast alle. Da gibt es bestimmt noch ein paar Trainer, die wir gesehen haben. Ja, den hätten wir schon. Die hätten wir auch schon. Den hätten wir ebenfalls. Ja, okay. Ich glaube, wir haben alle Trainer. Fordern wir sie gleich heraus. Und zunächst müssen wir unsere Pokémon heilen. Und ja, dann geht's los mit dem vorletzten Arena-Kampf in diesem Let's Play. Ich heile schnell mit Speeding, bla 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 bla. So. Nein, das ist nicht die Arena. Das ist nur das Kampf-Dojo. Kampf-Dojo-Fake. So. Ja. Ein Teleporter. Zwei Teleporter. Drei Teleporter. Vier Teleporter. Ich frag mich, wie viele Teleporter es hier in dieser Arena insgesamt gibt. Nö.
Kann sein, dass noch ein paar Trainer sind, aber ich habe jetzt keine Lust, gegen die zu kämpfen. Ich will das Let's Play endlich durchhaben. So, hier werden wir. Ich mache jetzt schnell ein Save State. Moment. Okay. Was setzt man als erstes ein? Kiffer haben wir an erster Stelle. Das wäre nicht so klug. Ich setze mal unser Drauger an erster Stelle. So, mal schauen, wie es betrunken ging an der Rille der Tun schafft. I had a vision of your arrival. It was on TV when you took over Cisco. You can try, but you won't take us over. Okay, ich wahrscheinlich hatte 3 oder 4 Pokémon. Ah, ich bin so gut. 3 oder 4 Pokémon. Kokowai. Das Level ist ja ein Witz, oder? Body Slam! Oh, es hat den Body Slam überlebt. Oh, es setzt Staccato ein. Die mächtigste Attacke im ganzen Pokémon-Universum. So, guck mal, hätten wir ohne Problem geschlagen. Ein Witz, dass das eine Arena-Leiterin gehört. Das Kokowai, oh, Hypno ist schon drückt besser. Was mach ich denn jetzt? Ich lass mal Dragoran draußen. Und greife mal mit einem Hyperstrahl. Ja, Hypno ist echt nervig, finde ich. Das muss schnell beseitigt werden. Okay, Hypno ist mir auch erledigt. Jetzt muss ich wechseln, weil Dragoran sich sonst aufladen muss und dann eine Runde aussetzen muss. Ich nehme Käfer mit einer Donnerblitzattacke, weil jetzt kommt Lamos. Thunderbolt. Onit Kill. Hätte ich nicht gedacht, weil Slowbro hat ja eine riesige Verteidigung oder riesige KP-Anzahl. Eieiei, was machen wir gegen Simsela? Ich würde sagen, ich lasse noch mit Dragoran ran. Dragoran ran, ja. Mit einem Hyperstrahl. Oh, der daneben geht. Na gut, der setzt Genesung ein, also hat er seine Runde ebenfalls verschwendet. So, ich glaube, diesen Hyperstrahl wird er aber überleben, oder? Kann es sein? Nö. Okay. Die hat man ohne Problem geschlagen, die Rennleiterin. Und wir bekommen unseren vorletzten Orden. Den Sumpforden. Bla 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 bla. Jetzt kriegen wir Psi-Welle. Die Attacke zieht immer zufälligen Schaden ab. Könnten wir theoretisch unseren P-Viber bringen, aber ich finde die Attacke ist eher useless. Okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg in die in die Top 4, würde ich sagen. Oder auf dem Weg in die Liga. Wir haben es ja bald. Wir müssen nicht mehr so viel machen. Aber zuerst müssen wir aus dieser Arena raus. Können wir hier Schaufel einsetzen? Moment. Ne, wir haben ja Rex nicht dabei. Schade. Ich muss Rex mitnehmen. Ich glaube, ich lasse dann wieder Dragoran da, weil Dragoran ist unser stärkstes Pokémon. Ich glaube, das hat ein Trainieren gar nicht mehr nötig mit Level 65. Naja, wir müssen jetzt eh Ibitak mitnehmen, damit wir wieder zurückfliegen können. So, schauen wir mal an, was wir für Orden noch brauchen oder haben. Ja, wir haben den Felsorden, den Quellorden, den Donnerorden, den Farborden, den Sumpforden, den Seelenorden und den Vulkanorden. Fehlt nur noch der Erdorden, den kriegen wir im Original im Fatania City. Aber das ist ja ein Hack, wie ich schon zum 100. Mal erwähnen musste. Im Hex sind die Regeln anders. Bla 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 bla. So. Bla 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 bla. Was nehmen, was legen wir ab? Wie gesagt, ja, lassen wir erstmal. Wobei Pipo brauchen wir. Dann. Wir brauchen jetzt momentan Zero, um in die Stadt zurückzufliegen. Und jetzt lege ich Alduini Junior ab. Und nehme unser Rex mit. Okay. Soweit so gut, so müsste passen. Jetzt fliegen wir zurück mit Fero nach Blub 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 Town.
So, jetzt brauchen wir unser, also jetzt brauchen wir unser Biber wieder, weil wir müssen an dem Ort vorbei, wo Zerschneider nötig ist. Das heißt, ich lege Ibitak ab und nehme Beetle mit. Und machen uns dann auf den Weg wieder durch diese Höhle, durch die Seeschauminseln, die eigentlich der Fatalienwald ist. So, surfen wir auf Protecti. Jetzt müssen wir durch diese Höhle. Hoffentlich taucht jetzt kein wildes Pokémon auf. Ich sollte lieber meine Klappe halten, sonst passiert das noch. Ist auch wie im Zeichentrick. Wenn man etwas sagt, dass etwas nicht kommen sollte, dann kommt es auf einmal. Naja gut, hier taucht zum Glück kein Pokémon auf. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Okay, hier werden wir. Hier ist das Pokémon Center, wo ich trainiert habe. Offscreen. Ja, komm, machen wir das schnell weg. Oh, Level Up. Okay, jetzt hat unser. Naja, jetzt hat Piva halt Level 64. Macht auch nichts. Ist eher sogar gut. So, ich möchte Rex, wie gesagt, trainieren. Nein, Rex muss an erster Stelle. Nicht Piva. Okay, so passt. Bla 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 bla. So, das hier wird zerschnitten. Mit Speedrill. Wo ist Speedrill? Wo ist Speedrill? Wo ist Speedrill? Hä, wo ist Speedrill? Ich hab keine Ahnung. Achso, wir haben Alduin Junior dabei. Was habe ich da gemacht? Dachte, ich hätte Speedrill dabei. Was habe ich mit Speedrill gemacht? Ich hab's doch jetzt nicht versehentlich freigelassen, oder? Das wäre jetzt ernst scheiße. Naja gut, betrunken macht man all die wirren Sachen. So, wo ist Beedrill? Hier. Okay, jetzt machen wir uns auf den Weg in die nächste Stadt, wie gesagt. Zunächst zerschneiden wir allerdings diesen Busch. Weil der was im Busch ist, müssen wir den jetzt zerschneiden. So. Gut, wo geht's denn hier jetzt lang? Ich bin schon ganz gespannt. Ich weiß, es ist die Route, die von Marmoria City zum Mondberg führt. Eieiei, das ist ein reines Labyrinth hier. Naja. Und ein Item liegt uns im Weg. TM4, was ist das? Was ist TM4? TM4 ist Wirbelwind. Okay, wir sind auf die Route zum von Mondberg bis nach Marmoria City. I got lost in the Storm Forest. Ich habe mich in diesem verdammten Wald verlaufen. Ist das ein Wald? Ich dachte, das wäre bei den Bergen. Naja. Okay, Lesbe, was machen wir denn mit dir? Oh, dein Level ist ganz schön gut. Ich glaube, wir müssen mal wieder trainieren. Hier ein bisschen graben, graben, graben. Die hat wahrscheinlich alle drei Evoli-Entwicklungen, also Flamara, Blitzer und Aquana. Was Joltreon? Was ist denn das hier schon wieder? Natürlich Blitzer, ich hätte mir denken können. Dann ist das letzte Aquana. Da muss ich halt dann wechseln. Er hat Naserakete eingesetzt. Nicht so besonders stark die Attacke, ist aber eine Käferattacke. Wäre so gegen Psycho-Pokémon nicht schlecht. So, was kommt jetzt? Ja, Aquana kommt jetzt. Da wechsle ich zu Kiffer mit dem Donnerblitz. So, Thunderbolt. Okay, was? Aquam hat überlebt, obwohl es ein Volltreffer war. Was? Es ist keine Hydro-Pumpe. Naja, gut, also jetzt ist es down. Das war gerade mein Kopfhörer, der liegt ja gerade neben zu dran. Okay. Okay, die Lesbe hat man besiegt. Auf in die nächste Stadt und in die letzte Stadt, wo wir den letzten Orden erhalten werden. Den Erdorden. Nein! Pantimos! Komm, geh weg! Ich will nix! Okay, weg! Lass mich in Ruhe! Tschüss! Okay, diese Pantimosse von heute? Naja. Okay, jetzt. Boah, wie lange geht denn die Route noch? Ich
will endlich in die... Hä? Wo geht's denn hier lang? Moment. Noch ein Trainer. Where are you trying to go? Keine Ahnung. Sag du's mir. Käfersammler. Er hat einen Schlurp und nennt sich Käfersammler. Sehr merkwürdig. Erik schafft es schon, Flammenwurf. Nein, ich hätte Feuersturm einsetzen sollen. Ich meine, das Schlurp hat Level 65. Defense Köln, naja. So, jetzt aber tschüss. Was? Oh. Oh, es ist dann gegen daneben, na gut. Aber irgendwie hat doch Flammenwurf eine 100%ige Treffchance, oder? Das heißt, jetzt hätte doch gar nicht daneben gehen müssen. Oh Mann, Korenta. Ich tue hier einen Feuersturm. Ha, du brennst. Soll ich mein, meine Ausrüstung einsetzen, um dich zu löschen? Und warum setze ich jetzt eine Risikotechnik ein? Ich schalte doch nur mein eigenes Pokémon. Egal. Radikal. Das Mann ist echt radikal hier. Ein Rechtsradikaler. Oh, radikal. Oh, Superzahn. Ich mag keinen Superzahn. Halbiert die KP, die wir haben. Ich glaube, da habe ich schon mal was gesagt dazu, zur Superzahn. So, was kommt als letztes? Ditto. Na gut. Flammenwurf. Wenn sie es verwandelt, setze ich Schaufel ein. Ah, ich glaube, das muss ich gar nicht. Oh Mann, gibt es wenig Erfahrungspunkte. Und hier ist ein verbuggter Text, naja. Ich glaube, hier geht's zur Liga. Wenn man hier entlang geht, dann müsste es hier nach unten in die nächste Stadt, glaube ich, gehen. Können wir uns im nächsten Part noch genauer anschauen. Ich möchte zunächst erst die letzte Stadt erreichen. Hä? Ach so, jetzt bin ich verwirrt. Naja, Kevin ist verwirrt. Ding, ding. Ich möchte in diesem Part noch die letzte Stadt erreichen. Oh Mann, war okay. Sichler! Perfekt für unser Rex. Ich sag nur Flammenwurf. One hit kill. Na ja, gut, voll gegen Käfer ist ja sehr effektiv. Level 62 für unser Feuer-Pokémon Rex. Was kommt jetzt? Pinsir, wieder ein Käfer-Pokémon. Und Flammenwurf. Ciao, Pinsir. Okay, den Bugcage hat man besiegt. Don't like dinner. Oje, die Route wird, glaube ich, immer komplexer, beziehungsweise verwirrender. Ey, did you touch me? Titten. Okay, die Lesbe hat einen Scharnierer. Ja, ihr kennt die Taktik gegen Scharnierers, wechseln zu Käfer mit Toxin. Ich meine Toxin. Toxin, das heißt Toxin. Nicht Toxin. Er greift an mit Risikodecke, mit seinem schwachen Pussy-Angriff. Okay, Scharnierer ist verwirrt, vergiftet meine ich, das heißt, wir haben es schon so gut wie besiegt, selbst wenn es jetzt mehrmals Komprimator ersetzt, werden wir schlagen. Denn das Gift wird Scharnierer immer weiter auffressen. So, Scharnierer hat zwar sehr viele KP, aber schützt nicht vor dem Gift. Dem Gift zielt immer einen prozentialen Wert ab. Oh Gott, jetzt habe ich gerade so ein Wort gesagt, was niemand checkt. Prozentialen Wert zieht ab. Oh mein Gott, ich fühle mich hier wie ein Streber, wenn ich das sage. Naja, ihr seht, also das Gift wird schon näher auf jeden Fall besiegen. Ich hätte eigentlich jetzt zu Sazener wechseln sollen, aber... Ist egal. Denn Schneera ist eh einziges Pokémon.
Okay, Schanera hat mir auch erledigt und besiegt. Ich möchte die nächste Stadt jetzt erreichen. Ich möchte die nächste Stadt erreichen. Oh Mann, ich kann mich erinnern. Also hier in dieser Route sind echt viele Trainer. Hey, wait, watch it. Ich glaube, ich mache nach dem Trainer Aufnahmepause, damit ich wieder nüchtern werden kann. Damit ich im nächsten Part wieder ein bisschen... Naja, wie ein bisschen normaler drauf bin als jetzt. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Part gleich war wie normal oder ein bisschen seltsamer oder anders als normal. Weiß nicht. Oh man, sein Akane besiegt unser Akane. Ich glaube, wir müssen mal wieder trainieren. Ich dachte, wir haben schon genug trainiert. Ich meine, wir haben 64er Pokémon. Ich frage mich, welche Pokémon-Level dann der Arena-Leiter haben wird. Wahrscheinlich Level 70er. Oh je, ich fürchte, wir müssen noch sehr viel trainieren in diesem Let's Play. Auch wenn es bald fertig sein wird. Los, los, los. So, wenn jetzt noch ein Trainer kommt, mache ich aus. Pause, weil, wisst ihr? Aber ich glaube, jetzt kommt noch einer. Oje, oje. Die Route wird immer komplizierter. So, ich mache jetzt Aufnahmepause. Das sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und zwar bin ich dann wieder nüchtern. Also, bis dann, Leute. Servus.